So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Fidebeast Ultimate Let's Play. Mal wieder hier auch mit den. Ja, auch mit den Helpler-Zügel alias Peter. Oder? Ja. Sind die da? Ja. Nope. Ja, ich bin da. Ihr durft was gleich. Ich hab schon Schaden eingeholt. Alles wie immer. So, wo waren die? Sehr Sandok, ja. Wo waren wir denn zum Schluss dabei? Letzten Aufnahme haben wir schon mal den Pulverweiser gebaut. Oder habe ich hier den Pulverweiser schon mal gebaut? So, dann wollte ich eigentlich wohl auch den Power Furnace wollen wir gleich bauen. Was hat denn noch mal gebraucht? Ich baue mein Haus weiter. Ja, ich habe ja letztes erstmal das vor, weil ich sozusagen halt. Okay. Ja, ich tut. Was hast du nochmal gebraucht? Ah ja, da war ja das. Was habe ich gebraucht? Ach, die Idee. Microphone activated. Microphone muted. Ja, aber schalte ich mal natürlich aus dem Mikro beim Teamspeed. Ich bin mal nicht, was der wird jetzt anscheinend noch den Powerfan jetzt ja gleich basteln. Weil der braucht noch was gewisses. Wovon nichts haben. Oder hast du Leben? Jetzt weiß ich wieder, was ich mach. Was? Hast du Lehm? Lehm. Du schaust, das hat sich dir gerade geklärt. Wir haben ja hier einen Teich vor der Haustür, einen See. Ich meine, das Meer haben wir vor der Haustür. Kein See. Eher nett. So, das müsste ausreichen. Waypoint, wo seid ihr? Server-IP gespeichert. Die App. Weil sozusagen die Waypoints sind die Server mit Server-IP gespeichert. Deswegen müssten wir uns die Waypoints jetzt erneuern, weil der Server hat eine. Die Hauptmap macht Probleme und der probiert mit dem Server-IP wechseln, das hat nichts gebracht. Deswegen sind deine Waypoints weg. Okay. Ja. Wenn sich das nicht regelt, damit wir beim Netz schon nicht weiter gehen, aber mal hoffen. Na ja, das andere das Problem, die Steam Engine brauchte. Copper, die Pisten, ein Netzteil und Transmissioner Coil. Brauche ich selber. Hast du selber schon Höhlen gefunden? Weil ich weiß nicht. Sondern sehr tief in Höhlen schon. Sehr tief? Nee, dann nicht. Ja. Hat schnell geregelt. Ja, darf ich gleich dann jetzt meine Höhle? Okay. Ich bin gerade wieder in meinem Berg. Was war das sonst? Ja, das ist ein Kupfer. Hä? Hey. Nein, das ist jetzt mal eingeschmolzen. Berg mit Höhlen. Egal. Stört nur davon her. Die ganze Zeit verarscht hat. Oder? Verarscht, hä? Ja, dann Höhleneingang. Was hat denn hier so einen Zaun? Nein,
mir fällt noch was ein. Ich saß hier schon ein bisschen auf dem Server. Und dass mir jetzt nicht die halbe Bude niederschlägt, habe ich was deaktiviert. So. So, da haben wir den. So, jetzt haben wir die Power für alles. Verhaue ich mich über mein Craft, über den Crafting-Rezept noch. So. Der hat den Eingang da in die Seite, hat er eine schon. So. Und dann hier an der Stelle was, aber nicht sehen. Hast du da wie? Ja. So. Einmal noch Wasser. So. Dann sollen wir da jetzt provisorisch und Wasser mit Wasserquelle. Kann ich auch. Kann ich auch löschen. Lassen wir auch hier. Das befugt. So. Was denn schon? So, steht aber in die Hülle. Überall, ich werde jetzt Nacht, aber oh, doll. Ich hab kein Bett mit dabei. Ich stehe ja jetzt auch in der Hülle. Also. Aber wenn ja schon 30.000 Viecher sind. Oh, ich geh mal an den Viechern vorbei. Ja, das Skelett. Schießt mich schon wieder das Skelett an. Also. Bitte, so. Kohle. Bin ich jetzt wohl in die Hülle, die für eine. Diese Erdsache. Das kann ich im Prozess immer dann, okay. Hier. Hat sich trailed. Yes. Auf beiden Kanälen also Höhlenfarm tut gerade. Ja. Schellar war bei mir und Lapis sehe ich auch. Die Kohle später wird, die haut er nicht ab. Wie soll doch die Kohle abhauen? Den mal mitnehmen, weil die wohl fürs erste Mal ein bisschen brauchen werden. Und jetzt erst die eine Ende machen werden. Ja, nimmst du eigentlich alles mit oder lässt du den großen Teil hängen? Ich nehme fast meistens Sachen mit, aber ein paar Sachen, die ich jetzt nicht brauche, lass ich dann einfach. Ja, solltest du am besten Quarzkristall mitnehmen. Davon brauchen wir viel. Mit was kann ich das denn abbauen? Die Quarz-Twistel. Die Quarz-Twistel, das Erz-Quarz-Twistel. Mit der Steinpieter geht das schon.
Ja, nicht diese Piezenden, die meinte ich jetzt nicht. Ich meine diese kleinen, die da immer irgendwo in den Höhlen entfernt ja. sind. Kopa Naziert. Das was Blaues. Blue Zikion. Tenor. Tenor. Ten brauchen wir nehmen. Was? Ten brauchen wir auch. Wir brauchen nämlich fast alles sozusagen. Die mit den ganz seltsamen Namen, die irgendwie immer leuchten in verschiedenen Farben. Die sind dann sicherlich nur für Deto-Zettel später. Achso. Kann man verschiedene Verarbeitungen machen oder so damit. Also sozusagen jetzt. Nomazit? Nomazit? Das ist so hellgrün. Tut aber nicht leuchten. Nazi? Meinst du? Ja. Monaze, Ohr. Damit habe ich schon nie was gemacht. Mit dem Ohr. So. Brauchte ich einfach noch nicht. Ich habe gerade eine Eisenquelle gefunden. Also sieht so aus. Wie eine Quelle. Eisen ist ja nicht wie ein Sinsumste wie früher. Ich meine, kennst du eigentlich ältere Minecraft Let's Plays? 50-50. Ich meine ältere, wirklich ältere. Nee. In alten Versionen. Die jetzt nein, nicht wirklich. Sozusagen nicht eine vor 1.0.0 spielen oder vor. Ich meine noch Beta-Version. Nein. Weil da war wirklich Eisen und Kohle so eine Rarität. Das tritt sehr, die zugeschmissen müsste damit. Uran. Was kann ich Uran am besten bauen? Eisen. Okay. Das sind die von den. Wir haben ja hier eigentlich auch die Nonitium-Nitrate-Teil hier drin, ne? Und davon ist später auch noch eine andere Version selber. Aber erst in älteren Versionen sozusagen, in neueren Versionen. Weil da steht es wohl dann bei den älteren, bei den neueren Versionen steht auch davon, was du welches Werkzeug du brauchst. Das abzubauen. Das ist praktisch. Und dann steht da Eisenpeak oder so. Eisenlevel. Mhm. Was austesten mal. Beim letzten Aufnahme hatte ich einen Bug, weil mir dass die Bilder von Peter Wies der schwarz waren. Da jetzt stand kein Zombie, der einen Kienharten in Lava stupst. Das ist jemandem passiert. Ja, da kenne ich schon zwei. Let's Player oder den das passiert ist? Nee, mir. Ihr sagt doch sicher was, die Hühnerhöhle, oder? Warte mal, ich hab dir doch nicht mal gesagt, warum der Trott eigentlich die Hühner hasst. Alter. Habe ich mal diese Hühnerhöhle erzählt. Da gab es an einer Stelle, da wurde vom Kinnhaken mit dem Zombie im Kinnhaken die Lava stopst. Hinter ihnen war ein kleines Loch. Bauen sie gerade noch Diamanten ab, kommt der Zombie, haut in die Lava. Auch toll. Creeper.
Danke, Luca. Jetzt hast du meine Fackel weggesprengt. Und meine Filibist wird immer noch Schwarzbild. Meine Filibist-Bilder. Da ich mir die Bilder wieder aus der Aufnahme kratzen. Wer hat hier die Creeper eigentlich eingebaut? Ah. Ah ja, da war ja was. Die Creeper. Nach den Sachen, die ich mal so gehört habe, wollte Notch eigentlich ein Schwein programmieren, daraus ist da wohl der Creeper entstanden. Aus dem Designen wurde es dann kein Schwein, sondern ein Creeper. Also ist der Creeper eigentlich nur aus dem Zufall entstanden. Nach den Sachen, die ich vielleicht nicht kenne. Wenn es wahr ist, ich weiß nicht. Hab die wirklich nachgeguckt, warum Notch Creeper eingebaut hat. Weil das war ja zur Notch-Zeit, wo die Creeper implementiert wurden. Die gibt's ja seit Anfang an, ja. Jetzt kommen alle Viecher zu mir. Ich frage mich eigentlich, sind die im selben Höhlensystem? Frag ich mich. Ja. Hm? Ich gehe jetzt aus der Höhle raus, wenn ich einen Ausgang finde. Brauchst du dich sonst so verzogen, oder wie? Ein Zombie mit roten Augen, sind die stärker? Ja, das sind die Alien-Zombies vom Terminator 12 Mod. Die lassen Zombie-Pain fallen. Weil Zombie gehören. Schwarz-Kristall brauchen wir doch, oder? Playlist? Ich muss das ändern. Lügel der Tardis-Playlist, was ist denn hier los? Die Höhlen-Playlist, wenn schon. Auf Kopf. Doofer Zombie. Kommst du nicht ran? Keine Arme, keine Tietze halt. Oder zu kurz, Arme, keine Tietze. Aha. Hm. Und, ein Ausstand aus der Höhle? Ja. Da hinten wird was auf mich was Falsches. Müsste ich jetzt nur noch dich suchen. Ich bin in der Höhle. Ich sehe dich auf meinem Radar. Man sieht dich auf der Minimap gerade. Das ist schön. Und hast dich rausgewundert oder hast du einen Ausgang gefunden?
Ich habe einen Ausgang gefunden. Okay. Tasche. Die Tasche wieder voll. Ich wollte nur in die Höhle, um mal Silber zu holen. Den tue ich jetzt nicht hinterher. Ja, ich weiß, der Italiener, das ist auch Silber. Kann ich nicht verarbeiten, glaube ich. Den haben wir jetzt zurück. Da. Sieg! Das ist Silber. Das war, was ich eigentlich gesucht habe. Zwei. Ja, schmeiß immer schnell mit Quetzdrüssel. Und noch was für Quetz? Bist du schon zu Hause, oder? Ich arbeite an meinem Haus weiter. Lustigerweise sehe ich dich schon auf meinem Radar. Also ist die Höhle, diese Höhle ist unter unseren Häusern. Das ist ja was Lustiges. Wie entfernt bin ich vom Haus? 122 Meter. Ich weiß es jetzt nicht, wie schlecht das ist. Ich hab gerade alles Silber hier. So. Oh, na, das ist schon aufgepasst. So. Okay, das muss dann die. Was du willst, wir haben schon wieder 23 Minuten. Also wieder voll am Ende. Ich hier. So. Okay. Na dann, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Genau. Bye bye. Tschüss.